Hey, Heiko hier. In diesem Video geht es um die fatalen Fehler, die 87% aller Menschen da draußen machen beim Fingeralphabet. Und in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen sind mir diese Fehler immer wieder aufgefallen. Und das sind die Gründe, warum Menschen das Fingeralphabet dann nicht richtig können. Und das Fingeralphabet ist die absolute Basis für die Gebärdensprache und du solltest das auf jeden Fall sehr gut können. Der erste große Fehler ist tatsächlich, dass man das Fingeralphabet falsch lernt. Das ist aber eine natürliche Sache, weil man ist noch nicht so wirklich geübt darin, die Buchstaben auch wirklich zu sehen auf den Bildern und dann auch richtig mit den eigenen Händen nachzumachen. Das heißt, man darf das noch trainieren, dass man das sieht und mit den Händen nachmacht. Und für dieses richtige Sehen und Nachmachen ist es unglaublich wichtig, dass du einen Ansprechpartner hast. Dieser Ansprechpartner sollte dir idealerweise die Buchstaben zeigen können, damit du die auch einmal in echt siehst. Und er sollte dir auch eine Rückmeldung geben können, ob das, was du gebärdet hast, auch überhaupt richtig ist. Das bedeutet also letztendlich, du solltest idealerweise jemanden haben, der dir dabei hilft, das Fingeralphabet zu lernen und dir auch sagt, wenn du etwas falsch gebärdet hast, dass das nicht so gebärdet wird, sondern anders gebärdet wird. Ich weiß natürlich aus der Zusammenarbeit, dass es immer wieder vorkommt, dass man aus Versehen einen anderen Buchstaben zeigt, als man den eigentlich zeigen wollte. Und das liegt einfach daran, dass man sich das falsch gemerkt hat und dementsprechend dann auch falsch geübt hat. Die Klassiker sind hier tatsächlich das F und das D, weil das genau das Gegensätzliche ist, aber es gibt auch noch ein paar andere. Ein anderer großer Fehler ist einfach der Punkt Fingergelenkigkeit. Am Anfang ist man einfach teilweise unter Umständen gar nicht so fingergelenkig und kann die Buchstaben auch gar nicht richtig zeigen, so wie sie eigentlich gezeigt werden sollten. Und ich weiß, dass ganz viele Leute dann versuchen, mit der anderen Hand irgendwie auszuhelfen, um die Buchstaben doch noch machen zu können. Generell kann ich sagen, wenn es anfängt weh zu tun, dann machst du es falsch und du solltest vielleicht das anders machen, weil die Gebärdensprache ist an sich eine sehr ergonomische Sprache und dementsprechend solltest du das eher vermeiden, dass du dann ja, dir auf Biegen und Brechen die Buchstaben zusammensuchst. Das bedeutet, wenn du zu den Leuten gehörst, die Schwierigkeiten haben mit bestimmten Buchstaben, das ist absolut normal und da darf man auch bestimmte Lösungen finden. Eine ganz einfache Lösung ist, die Buchstaben etwas anzupassen, damit man sie trotzdem noch zeigen kann und die auch noch gut erkennbar sind. Ein Beispiel, was ich aus meiner eigenen Arbeit mitbringen kann, ist tatsächlich der Buchstaben B. Und hier weiß ich, dass es Menschen gibt, die einfach Schwierigkeiten haben, diesen Daumen direkt vor der Hand zu knicken und die das dann aus Unwissenheit oder weil sie das dann halt nicht machen können, dann irgendwie so machen. Nur wenn man das so macht, dann ist das kein Buchstabe. Es hat einfach keine Bedeutung. Vielleicht hat es noch Stopp, aber es hat eigentlich keinen Buchstaben als Bedeutung. Und dementsprechend brauchst du dann definitiv jemanden, der dir dann sagen kann, wie du das idealerweise anpassen kannst. Zum Beispiel jetzt hier bei diesem konkreten Beispiel, dass du auf jeden Fall schaust, dass der Daumen irgendwie vor der Hand ist. Der muss nicht geknickt sein, der muss auch nicht irgendwie so kompliziert sein, der muss einfach nur so ein bisschen vor der Hand sein und schon ist es quasi ein B, aber auf jeden Fall nicht neben der Hand. Dementsprechend such dir da auf jeden Fall jemanden, der dir bei dem Anpassen der Buchstaben definitiv helfen kann. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich eine andere Variation von den Buchstaben zu benutzen. Auch da ist es so, das ist der Vorteil von diesen regionalen Unterschieden. Manchmal kann man einen Buchstaben durch einen anderen Buchstaben ersetzen oder austauschen mit der gleichen Bedeutung. Und hier ist es so, es gibt zum Beispiel das N so oder so, es gibt das P so oder auch so. Und dementsprechend kann man dann unter Umständen einfach eine andere Variation von dem Buchstaben benutzen, was für dich dann unter Umständen einfacher ist und leichter auch zu gebärden ist. Was aber auch immer wieder passiert ist, dass man einfach den falschen Fokus setzt. Das bedeutet, man schaut sich das Fingeralphabet an, im schlimmsten Fall sogar auf einem Bild nur, und geht das wirklich von A bis SCH durch. Und man macht das immer wieder in dieser Reihenfolge und übt es und übt es und übt es. Und irgendwann kann man es dann auch in dieser Reihenfolge. Das Problem ist, man hat sich darauf trainiert, das auch nur in dieser Reihenfolge abzuspielen. Das bedeutet, du kannst das J unter Umständen erst zeigen, wenn du vorher das I gemacht hast, um dann das J zeigen zu können. Das bedeutet, du willst das
ehrlich gesagt eher vermeiden, das immer wieder in dieser Reihenfolge zu üben, und du wirst es auch vermeiden, das auch immer wieder in dieser Reihenfolge nur abrufen zu können. Die Lösung dafür ist leider sehr banal, aber da ist ein sehr, sehr wahrer Kern da drin. Die Lösung dafür ist, dass du möglichst schnell anfängst, auch mit Menschen in der Gebärdensprache zu gebärden und nicht nur die Fingeralphabetbuchstaben zu benutzen. Der Vorteil bei Unterhaltungen mit anderen Menschen ist, es wird immer wieder vorkommen, dass du bestimmte Sachen buchstabieren darfst. Und hier ist es so, das sind unterschiedliche Sachen. Das bedeutet, du hast dann die Buchstaben auch in unterschiedlicher Reihenfolge. Und ein anderer großer Vorteil, den ganz, ganz viele Leute vergessen, ist einfach der, dass du dann auch in der Unterhaltung andere Leute siehst, die dir bestimmte Sachen buchstabieren. Und dieses Buchstabieren lesen ist etwas, was am Anfang immer total unterschätzt wird, vernachlässigt wird, aber was dann extrem wichtig ist, weil man dann sonst auch nicht die andere Person verstehen kann, wenn sie etwas buchstabiert. In diesem Sinne, mache jetzt den nächsten Schritt und unterhalte dich mit echten Menschen in der Gebärdensprache. Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du vielleicht noch das Fingeralphabet lernen willst oder schon das Fingeralphabet kannst und jetzt den nächsten Schritt machen willst, dann melde dich gerne auf www.heikoburak.de und wir schauen dann in einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo du gerade stehst, wo du mit der Gebärdensprache hin willst und wie ich dir dabei helfen kann. In diesem Sinne, geh gerne auf www.heikoburak.de. Ich freue mich darauf, mit dir persönlich zu sprechen. Bis dann, dein Heiko.